Kirmes in Lohmar, hier am Mittwoch, dem 31. August 2011, da war die Welt noch nicht ganz in Ordnung. Denn ein Eilantrag eines Lohmarer Bürgers auf Stopp der Lohmarer Kirmes hing im Raume. Aber kann man sich so etwas vorstellen? Gott sei Dank ging es denn doch weiter, denn so kann es ja nun nicht aussehen. Eine Kirmes, wo die Kausels stehen. Nein, so muss es aussehen. Genau so. Das Verwaltungsgericht Köln hatte am Mittwochnachmittag den Eilantrag eines Lohmarer Bürgers, die Kirmes am Fruhartplatz zu untersagen, zurückgewiesen. Das Verwaltungsgericht Köln hat in seiner Entscheidung bestätigt, dass die zulässigen Lärmwerte nicht nur eingehalten, sondern sogar noch unterschritten werden. Das bestätigte auch im letzten Jahr direkte Anwohner am Lohmarer Kirmesplatz. Es ist damit gerichtlich bestätigt, dass Stadt- und Stadtmarketingverein das Wohl aller Bürgerinnen und Bürger im Auge hat. Also konnte der Kirmeskerl seinen Einzug halten. Hab ich eben schon mal gefragt, gelb-schwarz, habt ihr die FDP, den Westerwelle hier als Kirmeskerl diese Woche? Farben sind rein zufällig. Also ja, das kann man so sehen. Beim Fußball ist gelb-schwarz, sind das die Wahlscheinerfarben. Hallo. Ich bin Ingo, ich dachte, du wärst der Kirmeskerl, du. Ja, habe ich auch gedacht, aber leider haben sie mich nicht genommen. Du hast kein gelbes Hemd. Das ist es. Ich habe auch gar kein gelbes Hemd zu Hause. Das Während der Kirmeskerl sein verdientes Kölsch trinkt, gehen wir nochmal zurück zu der 1-2-Verfügung und fragen mal Jürgen Umland und Josef Fingerhut. Jürgen, nochmal kurz. Diese Woche war ja fast die Kirmes, oder stand die Kirmes fast auf der Kippe. Wir machen keine Kippenkirmes in Lohmar. Wir machen sie richtig oder gar nicht. So, und da muss man einfach hingehen, da muss man auch den Mut haben, diese Dinge durchzustehen. Wir hier in Lohmar, sowohl die Verwaltung wie die Schausteller, als der Stadtmarketingverein, als auch wir vom Veranstaltungsbüro, haben da wirklich schön zusammengehalten, haben da vernünftig geregelt gekriegt. Und diese Dinge sind letztendlich auch durch die Gerichtsentscheidung ja bestätigt worden. Das, was wir hier seit Jahren machen, ist eine vernünftige ortsbezogene Kirmes hier mit all den Dingen, die dabei sind. Sicherlich auch mit der Maßgabe, dass wir hier ein bisschen Rücksicht nehmen auf die Belange der Anwohner, was das Thema Lautstärke angeht. Und das hat das Gericht genauso gesehen. Und deshalb ist diese einstweilige Verfügung auch vom Tisch. Und deswegen wird die Kirmes auf Dauer gesehen hier in Lohmar an dieser Stelle weitergeführt. Du hast hier wahrscheinlich letzte Woche im Waldschirm mit Petrus mit noch mehr bestochen. Da wollte ich nur mal so noch schöneres Wetter hin, oder? Aber man hört so, es soll nur noch bis Sonntagabend halten. Oder Sonntagmittag, leider. Aber ich gehe davon aus, es hält und es geht auch weiter zu, weil wenn Engel feiern, lacht der Himmel und davon gehen wir einfach aus. Es ist angeordnet und befohlen, schönes Wetter. Aus geht's. Das war mein Josef Fingerhut mal. Das haben wir euch beide ja zusammen gehabt. Letzte Woche war es zählt, ihr habt zusammen bestochen. Scheint geklappt zu haben, oder? Also unsere Prognose war doch absolut richtig, oder? Ja. Zwischendurch kam so ein kleiner Tief. Ja, dazwischen mit der absolut. 1-2-Verfügung. Das kam natürlich ungelegen, aber jetzt so im Nachhinein waren endlich Sanktionen. Das hat für uns den Vorteil, wir wissen jetzt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Die Richterin hat gesagt, mehr können wir ja nicht machen. Und so haben wir Planungssicherheit für die nächsten Veranstaltungen. Und das ist gut so. Da ich ja freie, unabhängige Presse bin, von keinem mit Geld bestochen werde, kann ich auch frech sein. Dann, es gibt schon Idioten, ne? Außer sie zu nicken. Alles klar. Und das wie? Aber ob Lohmar oder Wahrheit heißt immer, wir alle sind Lohmar. Josef Fingerhut hat gerade das Thema angesprochen. Das ist sicherlich heute auch noch ein Thema. Es wirkt so ein bisschen nach. Lassen Sie mich noch eine positive Bemerkung noch dazulegen, wie es ausgegangen ist. Darüber haben wir uns sicherlich sehr gefreut. Aber
Soweit ich mich erinnern kann, ist das erste Mal jetzt, ich habe gerade die schriftliche Begründung dieser Ablehnung gelesen, das erste Mal jetzt auch gerichtlich festgelegt, dass die Kirmes hier in Loma eine Traditionsveranstaltung ist. Und das ein Erfolg, weil das auch rechtliche Wirkung hat. Von daher Anerkennung gefunden hat und dass das eine Traditionsveranstaltung geworden ist und heute auch gerichtlich attestiert ist. Ich glaube, das ist ein Dankeschön wert an die Ehrenamtler, die dahinter stehen, denn die machen das aus. Das ist das Zeichen des Ehrenamtes hier in Loma,